Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Video zum Thema Angeln und zwar wollten wir räuchern, oder? Wir räuchern. Ich habe die Fische jetzt so 12 bis 18 Stunden eingelegt, je nachdem. Ich habe mir im Internet ein Rezept rausgesucht, habe das ein bisschen verfeinert. Wer das Rezept haben möchte für die Lake, um die Forellen oder Fische einzulegen, ihr könnt sich gerne bei mir melden, das Rezept gebe ich dann noch weiter. Also, das sind jetzt die Forellen. Die eine ist halt eine etwas kleinere, die anderen schöne große Portionsforellen. Das sind alles hier die ersten vier links. Das sind Bachforellen und die rechte, das ist eine Regenbogenforelle. Und die habe ich jetzt, wie gesagt, schon eingelegt in der Salzlake. Und die habe ich jetzt hier oben auf dem Gitter drauf, schön zum Abtropfen. Jetzt werde ich dann noch einmal mit Haushaltsrolle innen und außen drüber gehen. Und dann werde ich die im Räucherofen packen. Und wir sehen uns gleich, wenn ich den Räucherofen befülle. Ja, also das ist der Räucherofen. Hier kann man halt reingucken, ob es noch qualmt. Natürlich schon einige Male benutzt worden. Hier kommt die Brennpaste gleich rein. Das ist der Ständer, der unten drunter kommt. Dann hat man hier halt die beiden Roste und hier die Auffangwanne, weil die Fische ja ein bisschen ja, noch Feuchtigkeit verlieren. Und hier sieht man das, ja, hier sieht man das schön, die Umrandung. Da kommt normalerweise das Räuchermehl rein. Aber ich mache das halt ziemlich großzügig mit dem Räuchermehl. Weil ich habe nämlich herausgefunden, wenn man zu wenig nimmt und dann nochmal nachräuchert, dann sind die überräuchert. Deswegen packe ich jetzt hier ordentlich Räuchermehl rein. Ich habe auch die Feinspäne, nicht die groben. Drückt das hier so ein bisschen platt. Ein bisschen zu viel, aber besser zu viel als zu wenig. Den platt drücken. Und dann kommt hier die Auffangwanne. Die hat auch unten so kleine Füßchen hier, wie man sieht. Die kommt da drauf. Dann kommt das erste Rost, das sind auch so kleine Füßchen verbaut. Hier, oder besser gesagt, gebogen. Und das ist das Erste. Nehmen wir hier die Forellen. Die lege ich immer meistens mit dem Bauchlappen nach außen am Rand hin, links und rechts, weil da natürlich der Rauch richtig hoch steigt. Jetzt mache ich hier bei dem Bauchlappen einen Zahnstocher rein, lege das andere da drauf. In die Forelle reinkommt, sieht das nämlich so aus. Links und rechts ein Zahnstocher und der Rauch kann da richtig schön rein. Das ist übrigens, wie man gesehen hat, eine Lachsforelle. Kommt die zweite Forelle. Dann machen wir auch, ja, je nach Bedarf ein oder zwei Zahnstocher rein. Hier würde ich sagen, reicht einer. Die legen wir mal andersrum. Dann drückt man noch ein bisschen runter. Dann machen wir hier den zweiten Rost drauf und die Forelle schön aufpassen, dass die mit dem Körper nicht die Ecken berührt. Nur der Rost rastet dann so ein bisschen ein. So, das haben wir natürlich ein Problem, wenn wir mal die kleine noch da drunter legen, würde ich sagen. Eigentlich mache ich das immer, eigentlich mache ich das immer mit vier Forellen. Jetzt habe ich ja noch die kleine hier. Dann mache ich einen halben Zahnstocher rein, dass das passt. Und gucken auch immer schön, dass sich die Forellen nicht berühren. Jetzt packen wir hier den Rost drauf. Und auch noch eine kleine Lachsforelle hier hin.
Dann nehmen wir auch mal, ja, gucken wir mal einen kleinen Zahnstocher. Kommt die nächste Forelle. Ich lege die einmal mit dem Kopf nach links und einmal mit dem Kopf halt dementsprechend nach rechts, damit das auch ein bisschen schön platzsparend ist. Ich auch nochmal einen durch. So, das war jetzt alles. Jetzt kommt hier der Deckel drauf. Also da der Räucherofen ja schon ein paar Mal in Benutzung war, habe ich jetzt hier, ihr seht es, an den Schließern oder an den Öffner links und rechts Kabelbinder befestigt. Ich muss auch sagen, das hält auch, obwohl es warm wird oder heiß wird, aber das hält gut, weil sonst hat man immer, dass der Schließmechanismus hier unten, dass sich der oft löst. Und so ist er schön fest und hat es auch gehört beim Zumachen. Also jetzt grob gesagt sind wir halt fertig. Und jetzt gehen wir einmal raus und dann baue ich den draußen auf. Natürlich, was wir hier auch noch machen können, einmal die Brennpaste rein. Ich mache das immer so, hier hat man ja, das ist ja, ich sag mal, der Hauptbrennraum und hier zieht er ja quasi Luft. Ich mache das immer so, dass der die Stöfchen oder die Kartuschen ungefähr immer so halb auf sind. Das müssen wir gleich einstellen, bevor wir sie halt anmachen. Und das verstellt sich jetzt sowieso nochmal. Jetzt machen wir hier mal die Brennpaste rein. Schön viel Brennpaste nehmen. Weil ausmachen kann man sie immer, aber nachher auch nochmal nachlegen kann man halt auch. Aber wenn es dann heiß ist, nochmal nachlegen, das ist dann immer ein bisschen schlecht. Jetzt legen wir hier die Deckel drauf, damit wir sie gleich nicht vergessen mit rauszunehmen. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir uns gleich wieder, wenn wir draußen sind. Ja, jetzt sind wir hier draußen, machen das am Grill drauf. Das habe ich da schon so gut vorbereitet. Die Deckel nehmen wir einmal runter. Gucken, dass das ungefähr 50% auf ist, 50% zu ist, so ungefähr. Wichtig ist, wenn wir die einmal, oder wenn wir die jetzt anmachen, dass man das halt erst ein bisschen einbrennen lässt, so 20-30 Sekunden, bevor es natürlich wieder rausgeht. So, jetzt stellen wir den Ofen drauf. Und jetzt dauert das so, bis alles fertig ist, ich sag mal so 30 bis 45 Minuten. Wir haben jetzt 15.45 Uhr und ich melde mich gleich wieder, wenn es anfängt zu qualmen. Ja, jetzt sind 10 Minuten rum, jetzt haben wir 15.55 Uhr und man sieht schon leicht, dass es anfängt zu qualmen. Ich weiß gar nicht, ob man es auf Kamera sieht. Ich halte euch mal da dichter dran. Kennt man das? Ja, ich glaube links. Da rechts dann auch. Ah, da sieht man schön. Gucken, die kann noch ein bisschen aufmachen. Da sieht man es auch schon, wie es rauskommt. Also nach 10 Minuten fängt es schon an, hat der Räuchervorgang begonnen. Man riecht es auch schon. Wir haben jetzt 16.05 Uhr und es ist noch voll in Gange. Also quasi macht man ja damit, du tust die erst garen, bis die Temperatur erreicht ist und dann verbrennt halt irgendwann das Räuchermehl da drin und dann startet quasi der Räuchervorgang, wenn das so am Qualm ist. Und jetzt wartet man halt, dass es nachlässt. Ich wollte euch das nur noch mal eben einmal zeigen, wie es jetzt so ungefähr aussieht. Nicht ungefähr, sondern wie es aussieht.
und werde dann gleich nochmal einschalten, wenn wir es aufmachen. Wichtig finde ich halt auch dazu, wenn der Vorgang beendet ist, mache ich dann hier die Deckel auf den Stöfchen drauf, damit die Flamme ausgeht. Und dann lasse ich den Ofen, so wie er jetzt hier steht, noch so gute 5 bis 8 Minuten stehen, damit der komplette Rauch sich noch mehr in den Fisch reinzieht, dass er noch schöner goldbraun hoffentlich wird. Aber meistens ist es halt so, wenn ich so viele da reinmache, werden die nicht so krass goldbraun, werden sie ein bisschen blasser, genau. Ja, jetzt ist der Räuchervorgang beendet. Jetzt werden wir das mal aufmachen. Und gucken uns mal das Ergebnis an. Ja. Sieht richtig schön aus. Ich meine, die ziehen ja noch ein bisschen nach. Man sieht auch richtig hier, dass da noch in der Forelle richtig Flüssigkeit drin ist. Aber vom Bild her finde ich die echt krass. Okay, die hätte jetzt hier oben ein bisschen goldener sein können. Aber das liegt doch manchmal daran, wenn man so viel reinpackt. Wir lassen die jetzt ein bisschen abkühlen. Und dann packen wir die gleich nochmal aufs Blech, damit die noch ein bisschen die Feuchtigkeit verlieren. Und dann werden die schön einvakuumiert. Und dann gehen sie morgen raus. Vielleicht wird gleich schon eine verzehrt, aber dann nur die kleine. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt hier die fertigen Forellen. Ich glaube, die Forelle, die wird oben am Deckel gehangen haben. Da sieht man nämlich, dass das hier ein bisschen eingedrückt ist. Deswegen ist die nicht so richtig goldig geworden. Ich hole sie jetzt mal raus. Erstmal die Zahnstocher entfernen. Dann hole ich sie mal langsam raus. Die sieht schon richtig lecker aus. Andere Seite. Boah, andere Seite geht auch. Dann lege ich die wieder hier drauf, damit die schon abtropfen können. Nächste Zahnstocher raus. Noch ein Zahnstocher. Die Seite einmal angucken. Ja, sieht auch gut aus. Deswegen habe ich mir das halt gekauft. Da können die Forellen richtig schön ja, abtropfen. Nur hier noch die kleine Forelle. Auch noch einen Zahnstocher gehabt. Ich glaube, die werde ich gleich erstmal essen. Ups. Wichtig ist immer die Zahnstocher rausholen. Die Seite natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Aber es ändert ja nichts am Geschmack. Und das ist das, was zählt. Von innen sehen die auch schön aus. So, wenn man jetzt die Abtropfwanne da raushebt oder Schale, sieht man halt, dass es schön weg ist. Und wie gesagt, ich finde ruhig großzügig mit dem Räuchermehl umgehen, weil hier sind jetzt nur so ein paar helle Stellen, hier etwas hell und da etwas hell, sieht man schön. Aber ansonsten perfekt. Ja, ich schätze mal grob, dass du so mit 45 Minuten oder dass du 45 Minuten für einen Räuchervorgang einrechnen solltest. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, macht das ruhig nach. War es das jetzt von dem mit dem Räuchervideo? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, Abo kostet nichts, das ist nur damit ihr auf dem Laufenden gehalten werdet, wenn ein neues Video erscheint. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß am Wasser und bis zum nächsten Video.